Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ich stelle gerade fest, ich habe mega Durst. Deswegen zucke ich mal und trink mal. Der trinkt irgendwie ganz komisch. Ja, wir stehen hier am Eichen, an unserer Eichenwohnung, unserem neuen Eichen-Außenposten-Eichenbaum. Oder Baumhaus, habe ich gerade gesagt, ne? Eichenposten-Außenposten. Baumhaus. Genau, und falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir gehen mal rein, da zeige ich euch das mal, was ich bis jetzt gebaut hatte mit euch in der letzten Folge, könnt ihr euch das ansehen. Wir haben hier einfach rund gebaut und ich möchte auch noch weiter rum, wir sind ja noch lange nicht fertig. Das wird die erste Stufe sozusagen und dann geht es natürlich weiter hoch. Wir müssen dann Treppen nach oben bauen und so weiter. Also fangen wir jetzt erstmal mit dem Gras sammeln an. Ich gehe mal runter mit euch zusammen. Der Weg hier hinten, hier lang, hat sich als sehr schlau erwiesen, weil man da gut runterkommt und da sind auch schon wieder Gras. Halme nachgespawnt, Gott sei Dank. Was gut ist, weil ich echt jetzt viel Gras brauche. Wir brauchen auch demnächst noch andere Materialien. Aber zunächst mal brauchen wir Gras. So, dann Bums. Nehme ich mal, wo ist sie denn? Wo ist sie denn da? Warum die jetzt schon wieder da weg war? Habe ich den Grashacker an? Ich glaube, den habe ich ausgemacht, als ich mit der... Genau, wir haben Mitridatisation angemacht. Wir brauchen jetzt aber den Grashacker. Das habe ich übrigens... Hallo? Das habe ich früher übrigens auch nie gemacht. Diese Mutationen sozusagen alle eingeschaltet. Einfach, ich habe einfach gespielt, drauf losgespielt und bei mir war es egal, was anders und was nicht. Naja, und seitdem ich mich damit richtig beschäftigt habe, aufgrund der Vorbereitungen auf den Bosskampf mit der lustigen kleinen Brutmutter, und da habe ich mich damit beschäftigt und habe festgestellt, man muss sagen, es gibt wirklich für jede Situation hier eigentlich die beste Option oder die beste Einstellung. Das sollte man ruhig nutzen. Dann hat man es leichter. Und es macht mehr Spaß, ne? Wenn man mehr erreicht, sozusagen. So sieht's aus. So, komm. Gras umhauen. Ist doch ein leichtes, lieber kleiner Raki. So, na komm, schnapp dir mal alles hier. Winter voll. Und die Methode habe ich euch ja auch vom letztes Mal schon gezeigt, wie ich das hier mache mit dem Sammeln. Das ist auch ziemlich gut, hat auch ziemlich gut geklappt. Und das muss ich auch sagen. So, dann packen wir das noch oben drauf. So, wenn die Palette voll ist, dann, jetzt ist sie voll, dann schnappen wir uns die einfach wieder. Und wir können hier, wenn wir auf den Ast raufkommen, da kommen wir gut rauf. Wir können leider nicht schnell laufen, wenn wir diese Standortverschiebung machen. Aber wir können dann hier hoch und dann da über den, wie nenne ich das mal, über die Brücke rüber. Na, Tikla, bist du da? Nein. Und dann oben zu unserem... zu unserem Bauwerk, ne? Supi. So. Ja, und wenn wir da drin sind, dann geht es schon gleich weiter. So, hier stelle ich es hin. Das ist mega cool. Und dann bauen wir hier mal lustig weiter. Dann haben wir schon wieder was geschafft. Na gut, ich brauche jetzt auch wieder Stängel, was ein bisschen doof ist. Aber anders geht es halt nicht. So. So, und da haben wir auch Stängel. Auf der anderen Seite seht ihr die. So, jetzt habe ich erstmal die Platten hier verwurstet, ne? Ich hoffe mal, wir haben noch ein bisschen was übrig oder beziehungsweise kommen genau aus. Ich glaube, wir kommen nicht aus. Ah, wie das immer so ist. Zack, und schon reicht es doch nicht, ne? Naja, ist egal. Auf jeden Fall hier haben wir auch wieder Stängel. Jetzt weiß ich nur nicht, ob hier Tekla rumkrabbelt. Aber die haben wir ja in der letzten Folge platt gemacht. Die dürfte hier eigentlich nicht mehr rumkrabbeln. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das ist mir eigentlich auch egal. Wir machen jetzt hier weiter. Ne? Zack. Hier bauen wir jetzt, wie spät ist das denn? Oh, 18:54, dann können wir eigentlich doch gleich wieder schlafen gehen. Na komm.
Na komm. Boah. So, da müssten jetzt eine ganze Menge sein. Sehr gut. So, die schleppe ich jetzt erstmal hoch. Da könnte man natürlich auch hingehen und vielleicht so eine, ja, so eine Möglichkeit schaffen mit so einem Plattenlager. Dann könnte ich die alle hochschleppen, ne? Also besser hochschleppen. Das machen wir vielleicht auch noch. Aber jetzt bauen wir das erstmal zu Ende hier. Eigentlich könnte ich dann auch hier pennen, wenn wir einmal schon mal dran sind, ne? Genau. Aber jetzt holen wir die erstmal die Sachen, die ich hier abgehackt habe. Den können wir auch noch wegblasen. Zuck, zuck, zuck. Den hauen wir auch noch um. Na komm. Zack. So, dann haben wir hier eine ganze Menge. Boah, eine ganze Menge Stängel, alter Schwede. Boah, richtig viel. Das ist cool. So, die holen wir uns jetzt erstmal ganz gemütlich. Ach, hier ist was runtergefallen. Hm. Hier unter den Ästen, da lebt Wolfi gern. Das müsst ihr mal nach googeln, vielleicht mal bei Wiki oder so. Die lieben ja so, Wolfsspinnen lieben Äste und Pflänzchen, genau wie hier. Also da haben sie es ja. Und ach, guck mal, den von den hier. Hier, das müssen wir noch fertig machen. Oh, fertig und fertig. Fehlen noch zwei Stangen. Kann ich hier eigentlich so ein Bettchen hinstellen schon? Lass mal gucken. Dann können wir hier pennen, ne? Wird es langsam gruselig, dass wir uns hier schon so häuslich einrichten. Einfaches Bett. Zack, hier so hin. Ne? Hier ist unser Schlaf gemacht. Oder hier. Hier so hin. Was brauchen wir denn dafür? Oh, eine ganze Menge. Zack. Ein bisschen was habe ich schon reingeballert. Was brauchen wir denn noch? Stängel, ne? Ich hole mal weiter Stängel. Die liegen da unten alle rum. Das ist ja Verschwendung, ne? Wenn das hier alles rumliegt. Schon sind wir wieder voll. Hier sind Nüsse. Hier ist eigentlich alles, was man braucht. Hier ist auch Klee. Gras ist nicht direkt hier. Ja, aber da hinten. Ja gut, dann würde ich sagen, rutschen wir mal zurück zum Strandpalast und dann pennen wir halt da. So, die lassen wir jetzt hier liegen. Ich gehe eben pennen. Was brauchen wir denn noch hierfür? Ich bin nicht neugierig, ne? Federn, also Federn, Seil und Ton. Federn, Seil und Ton. Die können wir ja schon mal einpacken dann. So. Ah, ich bin noch froh, dass wir jetzt wieder so eine kleine Baurunde haben. Und auch noch so eine coole am Eichenbaum. Wir dürfen da nur nicht zu, also wie soll ich sagen, wir müssen da relativ rasch höher bauen. Ne, wenn wir jetzt einmal rumgehen und dann erst höher, dann ist, glaube ich, dann nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es aussieht. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Oh, herrlich. Und jetzt wieder aufstehen. Ach ja. Ein wunderschöner Tag. Jetzt esse ich mir erstmal so einen leckeren kleinen Weevil hier. So, nochmal trinken. Vor allen Dingen das Ding wieder voll machen hier. Flutsch. Und draußen haben wir auch noch einen. Flatsch. So. Supi. Jo, Seil können wir auch mitnehmen. Und auch können wir hier da drauf packen. Ich brauchte Ton. Ein bisschen Ton. Für das Bett. Was braucht man da nochmal? Dreimal Ton. Nee, viermal Ton. Viermal Ton, Seil und Feder. Viermal Ton. Also ich habe dreimal Ton, also viermal Ton. Seil habe ich. Zwei. Nicht genug. Nehmen wir mal. Und Leder. Leder? Nee, Federn. Federn brauche ich noch. Eins, zwei. Wie viele brauche ich denn? Zwei. Okay, dann können wir eine wieder zurückpacken. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch was. So, okay. Dann haben wir da auch ein Bettchen, ne? Voll cool. Ach, das ist cool. So. Dann können wir notfalls auch mal da pennen, ne? Können wir echt notfalls da schlafen und dann
Sachen braucht man nicht immer hin und her. So, jetzt hausen wir wieder gemütlich zurück. Da freue ich mich auch schon. Wir haben natürlich hier noch nichts zu trinken und so. Aber wenn wir einfach nur übernachten wollen. So, jetzt brauche ich noch einmal Seil. Oh, einmal Seil vergessen. Na gut, machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht hier noch. Zack. Zu Ende bauen. Einmal brauche ich noch Stängel. Okay. Ja, dann holen wir uns halt noch Stängel. Lalala, di da da. So. Naja, und dann bauen wir ungefähr bis da und dann geht's in die nächste Stufe nach oben, ne? Würde ich sagen. Na, Tekla, bist du wieder da? Nö. Du brauchst noch ein bisschen zum Respawnen, ne? Nach dem letzten Tod. Böse. So. Zack, jetzt brauche ich noch einmal das. Hier brauchen wir noch. Ah, nee, hier brauchen wir davon keine mehr. Das ist ja schön. So, dann lege ich die mal hier drauf. Stängel hole ich später. Das möchte ich gerne erstmal wieder. Naja, jetzt müssen wir das halt wieder umstellen. Müssen wir runter. Ich brauche noch Seil unbedingt, ne? Seil hatte ich jetzt schon wieder nicht mehr. Mhm. So, sind da wieder Gräser nachgespawnt? So ein paar, ne? Bei meinem Bedarf im Moment ist das schon mega krass. Aber das werden wir schon hinbekommen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt hier ständig Maden rumsausen. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, als wenn die da ständig rumsausen. Ne? Aber wir haben nur noch einen Stängel hier. Ne, zwei. Bums, das war's. Oho. Ja, dann konstruieren wir erstmal das Dach, das Dächlein, was ich da drauf machen möchte. Ja, das müssen wir auch noch machen. Was? Ach so, voll. Na gut. So. Der Weg ist mir sonst auch zu weit, ne? Wenn ich jetzt, was weiß ich, wohin laufen muss. Da habe ich dann auch keine Lust drauf. Das haben wir natürlich nicht so eine Ausbeute wie sonst, ne? Wenn ich jetzt hinten ran so rüberlaufen muss fürs Gras, ist mir das zu doof. Ist mir das zu doof? Lololo. Und deswegen werden wir dann auch andere Materialien benötigen. Oder wir gucken einfach, ups, gucken einfach mal. So, dann nimm das mal wieder mit. Mhm. So. Ach, hier ist wieder was nachgespawnt. Ach, guck mal an, Ragi. Da kannst du zugucken, wie die nachspawnen. Voll gut. Dann warten wir doch lieber noch ein bisschen. Trinken ein Tässchen Kaffee, ne? Oder, ich weiß nicht. Oder Tee. Tässchen Tee wäre auch nicht schlecht, ne? Schön heiß Tee. Mhm. So, jetzt drehen wir uns rum und dann ist da wieder was nachgespawnt. Hallo? Seid ihr nachgespawnt? Na, ihr Gräser? Ich bin's, der Ragi. Ich bräuchte mal Hilfe. Hilfe? Da liegt noch ein bisschen was rum. Hm, hm, hm. Lala. So. Drehst du dich einmal rum, ne? Und zack. Nein. Das ist alles trocken, ne? Trockenes Gras. Ja, wir können ja noch einmal gucken. Hm, 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 hm. Ich glaube, sonst gehe ich zurück. Damit kann man ja auch schon was anfangen. Und bis ich dann oben das verbaut habe, müsste wieder was nachgespawnt sein und so weiter. Ja, wir könnten natürlich auch ein bisschen mehr Gras gebrauchen. Aber es gibt ja auch andere Materialien. Ihr müsst ja nicht immer nur Gras. Na, Tekla, bist du da? Nö. Nö, bist nicht mehr da. Wie schön. Es ist ja schon sehr erfreulich. So. Ein bisschen langsam hier, aber das passt schon. So, dann schnappen wir uns mal die Sachen hier und bauen mal hier die Ecke zu Ende. Und das hier. Dafür wird es reichen. Und dann überlegen wir uns mal, wie wir weitermachen. Ganz in Ruhe. Und entspannt. Zack. Hier ist auch noch was nötig. Noch zwei. Ja, das kriegen wir doch hin. Schön. Noch zwei. Da nicht mehr. Das kann ich schon weglegen. So, Leute. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das hier weiter, ne? Ich meine, ich möchte natürlich auch da weiter rum. Aber ich möchte auch nach oben. Deswegen würde ich Folgendes mal überlegen. Wir bauen jetzt mal weiter mit dem Grasboden, konstruieren wir jetzt hier rum. So.
dann warte mal und dann da hinten dran. So, ne? Und dann geht's da um die Ecke, ne? Da gehen wir um die Ecke. Guck ich mal. Oh, ihr seid da, das ist sehr erfreulich, ne? Ich hab schon gedacht, ihr wärt weg, ne? Oder seid nicht da oder so, oder Ton wird nicht aufgenommen. Ja, ihr kennt das Spiel ja. Ist ja immer irgendwas, ne, wo man aufpassen muss. So, jetzt bauen wir das da um die Ecke. Und von hier bauen wir dann eine Leiter nach oben. Oder wie machen wir das? Da oben sind auch so lustige Borkenreste oder sowas. Das sieht auch mega aus. Oder eine Wendeltreppe nach oben. Auf die nächste Ebene Wendeltreppe könnte man auch machen, ne? Naja, das setzen wir erstmal hier die hin. Soweit ich kann. Leider nicht so viele. Schon ist das Ding wieder leer, ne? Puh, schrecklich. So, was brauchen wir denn hier noch? Zwei Stänger, die müsste ich eigentlich hier auch noch haben. Was brauche ich hier nochmal? Ach ja, nur Seil. Und hier Seil und Sprickies. Okay. Okay, dann machen wir die mal. Zack. Okay. Lass mich überlegen. So. Wir brauchen ja jetzt auch hier eine vernünftige Aufteilung der Räume, ne? Kommt man rein, Schlafzimmer oder so. Machen wir hier Wände rein oder sowas, ne? Ja, das ist auch eine Frage. Machen wir hier Wände rein. Machen wir jetzt erstmal ein Dach drüber. Und dann fängt es an, richtig cool zu werden, weil da können wir ja jetzt auch Dächer konstruieren. Ne? Es gibt hier eine Kleedachkuppel und quadratische Decke und flaches Dreiecks-Dingsbums und flaches Kleeblatt und weiß der Henker. Das ist schon echt cool. Und ich würde es mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir das jetzt so machen. Guck mal, das sieht schon gut aus. So. Ist wie so eine kleine Kuppel. Dann mal eben drauf hüpfen. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, gefällt mir schon. Und dann hier müssen wir es ja zumachen, ne? Dann müssen wir es ja hier zumachen. Das muss ja bündig sein, muss ja passend sein. In den Baum reingebaut. Wie cool, ne? Ach, so mega. So, jetzt müssen wir mal gucken. Brauchen wir dann gerade? Mal gucken. Hier brauche ich eigentlich gerade, ne? Kleedach, so die ganz normalen. So, jetzt gucken wir mal, sieht das aus? Zunächst mal sieht es aus. Oh nee, das ist falsch. So sieht's aus, ne? Ja, das ist gerade. Und dann müssen wir nur gucken, was wir hier mit der Ecke machen. Jetzt eine Lücke. Lücke möchte ich nicht. So, wo bin ich denn hier? Kleedach, quadratische Dachdecke. So, dann bauen wir einfach hier. So, ne? Bauen wir so ein kreisrundes Ding. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Zimmerchen. Wunderbar. Ja, cool. Und hier ist der Eingangsbereich. Dann machen wir oben noch so ein Dingsbums dran. So ein Dächlein dran. Haben wir auch ein flaches, spitzes Kleedach haben wir auch. Flaches Klee, oder müssen wir da? Ja, gute Frage, ne? Gute Frage. Dreiecksboden, brauche ich dann Grasboden, der da oben drauf kommt? Oder so? Ja, ne? Kann man machen. Dann haben wir hier so einen Bereich, dann okay. Ja, und da würde ich es ja auch gerne so lassen. Oder wir machen da so ein spitzes Ding drauf. Warte mal. Muss ich mal eben konstruieren hier. Also, das lassen wir dann so. Hier den Grasboden. Den machen wir wieder weg. Und dann gucken wir mal, was wir so an Dach noch haben. Spitzes Kleedach. Mal schauen, was das ist. Gucken, ob das aussieht. Ja, ist gar nicht mal schlecht. Und dann, ja, machen wir das weg. Machen wir das flache Ding weg. Das Kleedach oben drauf.
sieht doch geil aus, oder? Dann haben wir ja so ein richtig, ich mag ja so Eingangsbereiche, die so richtig hoch sind. Das gefällt mir voll gut, ne? Das gefällt mir gut. Und dann ist eben die Frage, wie baut man das oben weiter? Jetzt haben wir hier so ein Bächlein gemacht. Ja. Da muss dann um so ein Dreiecksding rein. Ach, das macht so Spaß, ne? Müsste man eigentlich im Kreativmodus bauen, ne? Jetzt gucken wir mal, Dreiecksboden. Ach nee, Dreiecksboden brauche ich ja nicht. Ich brauche so ein Dreieckswand. Jetzt gucke ich mal, ob das irgendwas bringt. Ich muss zurückgehen, sehe da nichts. Nee. Das sieht blöd aus. So, ne? Ja, so. So ist gut. Und dann... Und dann eine Graswand hier so rein. Nee, dann haben wir ja zu, ne? Oder eine halbe Graswand vielleicht. Halbe Graswand habe ich da auch irgendwo, oder? Halbe Graswand. Hier, eine glatte, glatte, halbe. So. Ja, und dann kommst du hier rein. Guckst erstmal so, ja. Und dann hier irgendwie bauen wir dann, das ist eine Riesenrundung, irgendwie sowas. Die bauen wir dann anders. Ich lasse das jetzt erstmal so. Damit wir einfach mal so eine Arbeitsgrundlage haben. Eigentlich gefällt mir das von hier oben, also von hier, schon mega gut. Ne? So ein richtig hohes Spitzdächlein und da so ein rundes Türmchen, gefällt mir super. So, da brauche ich eine Menge Klee. Ja, die gehen wir uns jetzt mal holen und die Stängel, da unten sind welche. Müsste auch irgendwo noch eine Thekla rumrennen, aber das ist mir jetzt auch egal. Die kann ruhig kommen, ne? Achso, Klee braucht man, ne? Warte mal, da muss ich mal Klee fällen hier. So, Klee. Ganz viel Klee brauche ich. Komm. Zack. Klee, Klee, Klee. Klee, Klee, Klee. So, eine Menge Klee gesammelt, super. Super gut. Komm, noch einmal. Bam. So, haben wir jetzt alles voll, fast. Das reicht. Und jetzt schnappen wir uns das wieder. So viel wie möglich und wieder hoch. Genau, Freunde, und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hier hochgehen, ne, da müssten wir eigentlich auch eine Leiter machen. Aber wir dürfen es nicht ganz zumachen. Sonst kommen wir da nicht mehr rein, ne? Oder wir lassen das Dach hier offen. Habe ich mir überlegt, ne? Also irgendwie müssen wir schon was machen, sonst ist das zu. Das wäre nicht so gut. So, fangen wir mal an mit dem Dach. Zack, schon fertig. Zack, schon fertig. Ne, das geht jetzt ruckzuck, ne? Super. Boah, super. Ein Stängel, ne? Wie viele brauchen wir da? Nicht so viele. Ich hole nochmal neue. Ja, die Frage, wie machen wir das, ne? Muss ich noch überlegen. Ach, Marienkäferchen. Na, du kleiner, süßer Marienkäfer. Wie spät ist das denn? 14 Uhr erst. Haben wir ja noch einen ganzen Tag Zeit. Da machen wir eine Leiter hin. Ja, ne? Ich glaube, da machen wir eine Leiter hin. Ich habe so eine Idee. Müssen wir eigentlich eine Leiter hin machen. Müssen wir da hoch, ne? So quasi hier so einen Eingang machen, Grastreppe. Ah, dann nimmt er das nicht an, ne? Scheiße. Entschuldigung.
Von hier? Ja gut, da muss von oben dann. Oder wir müssen dann so ein. Jetzt müssen wir wieder so eine Hilfskonstruktion machen, ne? Wir brauchen dieses Stängelgerüst. Ach, das geht da ja nicht drunter. Das ist ja blöd. Das ist ja mega. Warum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Das ist ja blöd. Oder sollen wir es nochmal wegmachen? Das geht auch nicht. Na toll. So auch nicht? Das wäre aber nötig. Okay, das ist jetzt mega blöd. Da müssen wir noch eine Hilfskonstruktion für die Hilfskonstruktion machen. Und zwar... Oh, das geht auch nicht. Oh. Warum geht das denn alles nicht hier? Okay, lassen wir erstmal offen das Ding. Mal gucken, vielleicht mal einfach eine Leiter runter. Ich muss überlegen. Also jetzt machen wir erstmal hier das Dach. Oh, Dach komme ich ja gar nicht mehr hoch. Oh, das war ein Dachdecker, ne? Ohne Dachdecker läuft hier nichts. So, und jetzt machen wir hier weiter. Boah, da weiter. Wie geil. Da weiter. Draki, du schaffst es. Und da weiter. Wow. Ist das schick. Und da oben drauf kommt eine Leuchte. Oder soll man hier so ein... Es gibt ja diese neuen Dinger, ne? Diese neuen Dinger, warte mal. Wo waren die denn? Hier. Stängelsäule. Ist eine Säule oben drauf. Lustige kleine Säule. Das geht nicht. Ah. Nee, geht nicht. Jo, das sieht auf jeden Fall nett aus. Hier so. Und wie ich das hier mache, weiß ich noch nicht. Da müssen wir vielleicht auch einfach mal bauen und beim Bauen sehen wir es dann, ne? Wie wir es machen. Ob ich das da so lasse, weiß ich auch noch nicht. Jedenfalls finde ich den Bereich hier schon nett. Hier so ein kleines, ja, so ein Gebiet kommst du rein, erstmal so schön hoch. Und dann hier so ein Bächlein drauf. Hier auch. Gucken wir mal. Also, machen wir mal weiter. Ne? Machen wir weiter mit dem Dach. Quadratische, das war's. Genau. Und da auch. Und da nicht, nee. Aber da. So, oder? Ah nee, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Zack. So, warte mal gucken. Oder nee, warte, ich hab's Folgendes. So. Und da kommen dann die geraden Dinger rein, ne? Kleedach, genau, das ist ja hier so eine... Och, genial. So, ne? Genau, oder wir führen das Dach weiter bis da hinten. Das wäre auch eine Idee. Dann machen wir das, erweitern wir das quasi. Das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. Lass mich mal überlegen. Machen wir nochmal weg. Überlegen wir nochmal neu. So. Also, wir müssen das Dach bis da erweitern. Das heißt, wir müssen hier noch was ransetzen. Und dann ist die Frage, was, ne? Flaches Kleedach. Vielleicht sowas. Ach ja, das ist so ein quadratisches Ding. Das ergänzt quasi das, ja, genau. Warte mal. Hier so, ne, hier nicht. Aber da in der Mitte, ne? Gucken wir mal von hier. Kann man von hier oben gucken? Ne, das ist ja blöd. Okay. Da, oh. Spinne ist wieder da. Ich habe sie gehört. Thekla ist back. So, lass mich überlegen. Vielleicht dann da oben nochmal so ein quadratisches Ding dran. So, und dahinter auch. Moment. Tada. Und dann hier so ran. Ja. Ne? Vielleicht ist das gut. Und dann schließen wir hier das Dach so. Oder nee, das ist doof. Nee, das ist doof. Aber dann müssen wir, warte. Ich muss nachdenken. Quadratisches Dach. Ja, es wird natürlich ein bisschen gefummelt. Aber. Sollen wir es so machen?
Ich glaube, da muss ich nochmal drüber grübeln. Braucht man einen Dachstuhl, der hier rüber geht, ne? Vielleicht müssen wir den nochmal auflösen. Oder den ganz rüberführen hier. Den ganz rüberführen. Das wäre auch eine Idee, ne? Wenn wir die jetzt wegmachen. Hier die Sachen. So. Und das Dach einfach verlängern. Warte mal. Ein bisschen verlängern. Obwohl das so auch schon gut aussieht, ne? Ich finde, das sieht auch gut aus. Wenn wir mal gucken. Kleedach. Warte mal, so ein schräges Kleedach war das ja hier, ne? Mal oben ansetzen. So. Moment. Machen wir mal so. Ja, und da unten. So, vielleicht. Das ist so ineinander verbunden dann, ne? Das wäre auch eine Idee. Und dann braucht man innen das nicht. Braucht man das hier quasi nicht. Genau. Da haben wir hier eine Lücke, okay. Die können wir vielleicht auffüllen. Die Lücke muss ich überlegen, wie mache ich das denn? Da. Finde ich gar nicht so schlecht. Oh, ich muss trinken. Trink doch mal ein bisschen. So. Trink nix. So. Trinken ist wichtig. Ja. Ich überlege. Das ist eine Überlege-Folge. Ne? Merkt man schon. Ich muss nachgrübeln. Damit es schön wird. Ne? Damit es mir nachher auch gefällt. Bauen wir da so rein und überlegen uns hier, wie bauen wir es am besten. Das hier geht, das finde ich okay. Wobei das hier so tief reinragt, ist ein bisschen blöd. Das können wir wegmachen. Und das hier ist schon okay. Vielleicht den weg. Naja, wir haben auch den runden Bereich da, ne? Jetzt müsste man im Grunde da so ein Lalala, so ein passendes Dach anbasteln, ne? Ich guck mal, warte mal. Rundes, spitzes Dach, quadratische Decke. Das so machen. Oder sollen wir es doch so machen? Dann haben wir es zu. Das sieht bescheuert aus. Nee, das sieht blöd aus. Das gefällt mir irgendwie hier. Wirklich, das gefällt mir. Wenn man das dann hier so... Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist ein Gefummel, ist ein bisschen, wenn ich das hier so ransetze. Fand ich auch nicht so schlecht. Spinne, die macht da unten Palaver, ne? 18 Uhr schon wieder Abendszeit. Wahnsinn, die Zeit vergeht echt. Ja, Leute, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber grübeln. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es machen möchte. Aber grundsätzlich finde ich es so ganz gut. Hier fehlt noch was, ne? Da ist eine Lücke. Das geht auch nicht. Da darf keine Lücke sein. Warte mal, ich stehe davor. Hallo? Das von unten ran machen. Ich überlege erstmal. Wir überlegen mal. Das muss man ja nicht übers Knie brechen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz süß. Aber ich glaube, das ist schon gut, wenn das weiter rüber geht. Das muss auf jeden Fall da angeschlossen werden. Von hier der Seite auf jeden Fall. Und von der anderen, das sieht schon gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich saus mal rüber, Leute. Denn wir haben schon wieder Abendzeit. Es ist 19.15 Uhr. Ich denke mal drüber nach und würde das dann in der nächsten Folge mit euch zusammen zu Ende machen oder weitermachen an der Stelle. Dann hören wir an dieser Stelle mal auf. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ach, Dekla macht einen Außenspaziergang. Sehr schön. Dann komm mal nicht zu mir, sonst gibt's das auf die Mütze. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hat wieder mega Spaß gemacht, die Bauerei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's genau an dieser Stelle weiter. Ich sag mal Dankeschön. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche einen entspannten
Tag und bis bald. Tschüss, euer Raki. Tschüss.